Deponia. Der Ballon ist startklar. Du hast es wirklich hinbekommen? Ja, so wie es aussieht schon. Wieso fragst du so dämlich? Es ist nichts explodiert? Noch nicht. Nein, oder noch nicht. Verbrannt? Kein Stück. Oder in die Brüche gegangen? Na ja. Zwei von drei. Deutlich besser als erwartet. Wegen deiner Kristallgläser. Wegen deiner Kristallgläser. Ach ja, die muss ich ja auch noch einpacken. Hast du die Knickerfolie besorgt? Ja, schon, aber... Aber? Können wir die Gläser nicht einfach hier lassen? Können wir die Gläser nicht einfach hier lassen? Wollen wir diese Diskussion wirklich noch einmal führen? Ich gebe hier viel auf. Und alles für die verschwindend kleine Chance, dass du uns entgegen aller Wahrscheinlichkeit nach Elysium bringst. Die einzige Bedingung? Ich will die Gläser meiner Großmutter mitnehmen. Ich sag ja nur, es ist ein langer Weg. Nicht, dass ihnen was passiert. Du sagtest, es sei sicher. Ist es ja auch. Aber ein kleines Restrisiko lässt sich eben nicht ausschließen. Ist eigentlich nicht und sicher. Auf Elysium haben sie sicher auch ganz hervorragende Großmuttergläser. Ich komme entweder mit den Gläsern oder gar nicht. Dann lieber oder gar nicht. Um die Gläser kann ich mich doch kümmern. Oh, Rufus. Das hatten wir doch schon. Das ist eine Aufgabe, die deinen Fähigkeiten einfach nicht entspricht. Wie meinst du das? Na ja, ich wusste gar nicht, dass Toni immer größer ist. Das ist doch Unsinn. Und selbst wenn, würde ich einen Weg finden, das wieder ungeschehen zu machen. Du willst immer das Unmögliche, aber deine Finger an meinen Gläsern. Nur so, da ist der Bart von Otto. Verstanden. An dem Hund. Da hinten. Habe ich gerade gesehen. Die Gläser sind kaputt gegangen. Ich weiß, dass du nur einen Witz machst. Weil dir ja bewusst sein dürfte, dass unsere Beziehung an diesen Gläsern hängt. So wie deine Fähigkeit, ohne Schnabeltasse zu trinken. Stimmt, reingefallen. Wenn die Beziehung an diesen Gläsern hängt, dann... Lustiger. Nicht lustig. Nicht lustiger Scherz, genau. Ich hab ganz vergessen, dass ich noch Platz für die Gläser schaffen wollte. Setz dich doch ruhig so lange wieder hin, okay? Aber beeil dich. Ah. Dartpfeil. Ein Dart-Champion wie ich kann auch mit schlecht austarierten Billigpfeilen werfen. Aber treffen, das ist eine andere Sache. Genau, aber treffen ist eine andere Sache. Hey, Toni, willst du mal sehen, woran ich gerade arbeite? Ich dachte, alles sei fertig. Ist es ja auch. Und woran arbeitest du dann? Nichts. Oh, Mann. Na, dann versuchen wir mal unser Glück. Wow, Volltreffer. Damit hast du den Dart-Wettbewerb gewonnen. Hier. Nimm den Hauptgewinn. Gewinn? Oh, was ist es? Ein Stromumkehrer. Na super. Ein Stromumkehrer! Einer von zwei. Hey, Rufus. Hey, Lonzo. Dasselbe wie immer? Ganz im Gegenteil. Ich will etwas Neues. Etwas Neues, aber es probiert. Da hast du Pech. Ich habe nur dasselbe wie immer. Plörre. Warum fragst du mich dann überhaupt? Na, ich finde es witzig, wie Plörre hier geschrieben wird, was sie bereits kennen. Ha, gewöhnliche Leute wollen gewöhnliche Dinge. Aber da mache ich nicht mit. Mache ich nicht mit. Nicht mit mir. Bei Goodbye Deponia mussten wir Pilzplörre, was gab's noch? Hormonplörre und welche Plörre gab's noch? Oh Gott. Welche war die letzte Plörre? Und schon wieder sind wir an einem Punkt, wo ich eine Gedächtnislücke habe. Toll. Ich merke mir alles. Also ich merke mir wirklich vieles von Spielen, aber das irgendwie, zum Beispiel wie der Arzt heißt, ne? Oder das habe ich in die hinterste Schublade geschoben. Ich habe es zwar noch drin im Kopf, aber wie hieß diese scheiß dritte Plörre? Kraftplörre? War das die Kraftplörre? Müsste gewesen sein.
Ach ja, da kommen Erinnerungen hoch auf die anderen drei Depoten der Serien. Ach, der alte Lonzerich. Ich werde ihn vermissen. Ob ich auf Elysium auch alles anschreiben lassen kann? Aha, der hat bei Lonzo alles angeschrieben. Bestimmt so eine riesen Schuldensliste. Manchmal frage ich mich, ob es wirklich eine gute Idee ist, sie nach Elysium mitzunehmen. Ihre Manieren sind ja wirklich nicht die besten. Das sagt Rufus. Rückblickend betrachtet hätte man das mit Lotto auch vorher geahnt haben können. Nehmen Sie ein Bad auch an, wenn man... Und das Glas. Für die Eiswürfelmaschine. Eine Ente ist doch immer wieder schön. Ja. Dann gehen wir mal wieder raus. Was zum? Hast du etwa meinen Bart mitgenommen? Ja. Das ist dein Bart. Ich dachte, ich entsorge einen toten Tribbel, bevor die Gesundheitsprüfer die Lonzos Kneipe dicht machen. Ich bin so böse. Quatsch, Rufus ist so böse. Oh, der das Sprengplan. Kommt mir irgendwie so beunruhigend bekannt vor. Ja, mit denen haben wir mal gespielt. In Deponia 1. Also, Deponia. Ist das eigentlich eine Kraft... Nee. Eine Kartoffel... eine Kartoffel-Halbiermaschine. Und das ist eine Folienkartoffel. Autsch! Heiß! Diese räudige Erdfrucht glüht noch. Ich muss sie irgendwie abkühlen. Eiswürfel! Dann kommen wir später nochmal vorbei. Okay? Die Grillstationen gehen aus, sobald ich in die Nähe komme. Das kann nur eins bedeuten. Ich bin noch cooler als angenommen. Die Grillstationen gehen aus, sobald ich... Das kann nur eins. Ich bin noch cooler als angenommen. Ey, das ist doch dieser wunderschöne... Na, wie heißt er denn, dieser Telefonist, ey? Ich finde das so toll, wie sie Rufus die ganze Zeit ärgern. Ne? Kann ich mir die Elefantenbüchse ausleihen? Nein, die verleihe ich nur an andere Großwildjäger. Okay. Ich bin zufällig Großwildjäger. Nein, wenn das sind wir leider nicht. Wenn du Großwildjäger wärst, dann wüsstest du, dass Elefanten Kinderkram sind. Viel zu einfach zu treffen. Die Profis jagen kleine Tiere. Enten oder Ratten. Dazu reicht so eine Wumme nicht aus. Da braucht man schon sowas wie ein Hochpräzisionsblasrohr. Okay. Viel präziser. Leider sind mir aber die Pfeile ausgegangen. Und die Blasrohre. Und die Bienen, aus denen das Nervengift gewonnen wird. Okay. Das hat man ja alles schon. Dann gehen wir mal zum Ballon. Zum Ballon. Okay. Warte mal, wir haben doch immer noch die Kniekefolie. Die Kniekefolie, die ist doch eigentlich nicht kaputt gegangen. Weg. Zunder habe ich genug. Was hier fehlt, ist Feuer. Ach so. Und optional ein Feuerwerkskörper für den Effekt. Hier haben wir die Kniekefolie. Nicht hingucken, sie hält mich sonst nur wieder tagelang von der Arbeit ab. Das Zeug ist nur für die Optik. Das Letzte, was ich an meiner Mongolfiere brauche, ist Ballast. Okay. Dann kümmern wir uns erstmal um die... Oder können wir den Gashebel betätigen? Auf nach Elysium! Hä? Was ist denn jetzt? Ha, verdammt, der Ofen ist ja noch aus. Wie dumm von mir. Hoffentlich hat das keiner gesehen. Also doch, wir brauchen Außerdem Feuer. Wollte ich doch Toni mitnehmen. Das wird mit Toni hier wohl nichts. Zur Kreuzung.
Oder warte mal. Ah, die Tür ist offen. Nein, aber es brennt Licht. Wie jetzt? Bernhard hat schon zu? Ich brauche doch noch Signalraketen, falls mein leicht entzündlicher Gasballon Feuer fängt. Das finde ich jetzt traurig. Hier haben wir keine Raketen, die wir nehmen können. Hier hängen überall Raketen, wieder typisch Poki, ne? Extra überall Raketen hingetan. Oh, da hinten ist Elysium. Überall Raketen hingetan, ne? Aber keine kannst du nutzen, weil sie alle alt sind oder so. Das war logisch. Das ist typisch Poki. Das ist den Poki sein Humor. So. Das könnte passen. Aber wie rum? Ha, wird schon nicht so wichtig sein. Phil und Maud, lehn dich zurück und genieß die coole Atmo, Mann. Hey, gleich beim ersten Versuch. Ich habe offenbar eine Glückssträhne. Eine Glückssträhne. Wir haben eine Glückssträhne. Oh, danke, Mann. Das war echt nötig. Okay. Eine Kiste, die mit uns redet. Na toll, sie sind einfach in den Grill gepurzelt. So bekomme ich die Kartoffel niemals abgekühlt. Nein, so hatte ich mir das auch nicht vorgestellt. Es stimmt wohl. Was macht, wenn dir das Leben eine Kartoffel schenkt, hast du eine Kartoffel. Wenn dir das Leben eine Kartoffel schenkt, hast du eine Kartoffel. Früher habe ich immer Kartoffelastronauten gebastelt. Ich glaube, ich hätte es noch drauf. Nicht nötig. In meinem Mantel ist noch nie etwas zu Bruch gegangen. Zumindest nichts Wertvolles. Also nichts Wertvolles, was mir gehört hätte. Toni hat recht. Ich bin einfach nicht zum Bügeln geboren. Knickefolie und Folienkartoffel. Es stimmt wohl, was man sagt. Wenn dir das Leben eine Kartoffel schenkt, hast du... Eine Kartoffel. Da hat jemand eine Folienkartoffel. Das muss mein Glückstag sein. Autsch! Heiß! Diese räudige Erdfrucht glüht noch. Ich muss sie irgendwie abkühlen. Ach ja, stimmt. Da müssen wir irgendwas finden. Dazu fällt mir gerade voll der Hammerspruch ein. Leider hat er schon einen Bart. Hahaha! Witzig. Nur weil ich Tonis Gläser hatte. Das ist nicht nur Glas. Rückblickend betrachtet, hätte man das mit Lotto auch vorher geahnt haben können. Ich verstehe zwar nicht, warum Leute einen Strohhalm benutzen, aber wie man ihn benutzt, ist mir schon einigermaßen geläufig. Oh. Ich komme irgendwie nicht... Ah, was ist denn da? Die letzten Bienen des Südquadranten. Seit 20 Jahren auf einem Grill Donnerstagsfest in ihrer Umgebung. Wenn das so weitergeht, stirbt die Menschheit noch vor den Bienen aus. Oh Mann. Willi, verschwindet, kusch. Verdammt, das bringt so nichts. Gleich nochmal. Das bringt so nichts, gleich nochmal. Dafür brauche ich nur meine Finger und... Okay, nochmal. Oh, Maya, Willi, verschwindet, kusch. Verdammt, das bringt so nichts. Gleich nochmal. Okay. Dafür brauche ich nur meine Pfund. Okay. Ich glaube, wir kommen hier noch nicht mehr weiter. Jo, gut, dann würde ich sagen, machen wir einen kleinen Cut, ne? Und wir sehen uns dann beim nächsten Let's Play Deponia Doomsday. Da sieht man auch, das hier ist unser erster Spielstand hier. Und nein, ich werde jetzt halt nicht vorspielen.
Wir sehen uns beim nächsten Let's Play, wenn es wieder heißt Let's Play Deponia oder OMSI, Protoman Perfect 2 oder Terrain Simulator 2016. Macht's gut, gute Nacht oder schönen Tag noch, je nachdem wie ihr das Video seht. Ihr seht ja, ihr wisst ja, meine wunderschöne Schlussargumentation ist ehrlich gesagt relativ scheiße und allgemein gehalten. Daher, ciao, bis zum nächsten Mal.